Es gibt fast nichts, was die Bundeswehr nicht hat. Wenn es brennt, dann rufen wir die Feuerwehr. Wenn man sich ein Bein bricht, ruft man die Sanitäter. Und wir haben sogar eine eigene Militärpolizei. Die Feldjäger. Und was die alles können, das ermitteln wir heute. Feldjäger, die Polizei der Bundeswehr. Tatort sichern, Tathergang rekonstruieren, Fingerabdrücke nehmen. Was hier anmutet wie aus einer Krimiserie, gehört zum Handwerk der Feldjäger. Das ist aber nur ein kleiner Teil des breiten Spektrums an Aufgaben, die die Feldjäger erfüllen. Ob Personenkontrollen bei der Seenotrettung im Mittelmeer oder Ehreneskorten für Staatsgäste. Für Feldjäger gibt es vielfältige Verwendungsmöglichkeiten. Ab der 5. Sendung fehlt, und das ist euch bestimmt schon sicher aufgefallen, meine Tasse. Und ich habe schon einen Hauptverdächtigen. Deine Tasse? Meine Tasse. Die Granatentasse fehlt. Aber wir haben einen Gast heute bei uns auf Stube. Das ist die Anne Jolk. Hallo und herzlich willkommen. Danke. Du bist Feldjägerin bei der Bundeswehr und kannst Robert hoffentlich helfen, seine Tasse wiederzufinden. Weil du kannst erheben und ermitteln. Das ist richtig, ja. Sag mal, was bedeutet das eigentlich, erheben und ermitteln? Erhebung und Ermittlung ist eine Spezialisierung der Bundeswehr in der Feldjägertruppe. Wir unterstützen den Disziplinarvorgesetzten bei Verdacht auf Dienstvergehen bei seinen Ermittlungen. Und was müsste ich jetzt machen, wenn ich feststelle, an diesem Punkt war zuletzt meine Tasse zu sehen? Was müsste ich dann machen? Dann muss der Disziplinarvorgesetzte, ja, in dem Fall jetzt deiner, ein Unterstützung. Das ist dann sein Chef quasi, ne? Richtig, das ist sein Kompaniechef, ja. Ein Ermittlungsunterstützen an uns in Schriftform stellen. Okay. Unseren Kompaniechef. Was sind so vielleicht gängige Sachen, wo ihr gerufen werdet? Diebstahl von Bundeseigentum in den Kasernen, aber auch Beschädigungen an Standortübungsplätzen beispielsweise. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen euch und der Polizei? Also die Polizei ist generell für alles zuständig. Die Feldjäger ausschließlich für Bundeswehrangehörige und Soldaten. Und gibt es auch für euch eine Zusammenarbeit mit der Polizei? Ja, wir bilden uns weiter, indem wir Hospitationen machen, beispielsweise bei der Kriminalpolizei. Das ist mal was anderes und auch spannend. So, das bringt ja aber meine Tasse hier nicht wieder zurück. Und du hast ja auch schon einiges mitgemacht, wie wir gesehen haben. Was kannst du denn jetzt hier machen, zum Beispiel anhand dieses Kaffeeflecks hier vorne, dass wir da die ersten Ermittlungen anstellen? Ja, natürlich könnten wir den erstmal vermessen. Das heißt, damit könnten wir natürlich in Erfahrung bringen, um welche Größe der Tasse es sich handelt. Wir haben auch ein Bild. Wir haben ein Beweisfoto geschossen. Okay, das bringt die Ermittlungen natürlich wieder deutlich nach vorne, ja. Robert hat gut vorgearbeitet. Es war ihm sehr wichtig, diese Tasse wieder zu kriegen. Des Weiteren könnten wir natürlich auch mit der Spurensicherung beginnen. Das heißt, wir prüfen, ob sich dort eventuell Fingerabdrücke, Fingerabdruckspuren befinden. Warum bist du eigentlich zu den Feldjägern gegangen und nicht zur Polizei? Also mich hat das Aufgabengebiet der Bundeswehr immer schon angesprochen. Großes Aufgabenspektrum und interessante Auslandseinsätze. Apropos Auslandseinsätze, wir drei haben ja was gemeinsam. Wir waren alle bei der Seenotrettungsmission im Mittelmeer. Wir beide als Redakteure und du als Feldjäger. Was war deine Aufgabe dort? Ja, also wir Feldjäger waren zum größten Teil als Durchsuchungskomponente eingesetzt. Das heißt, wir haben die in Seenot geratenen Personen direkt entgegengenommen, ja, die dann getrennt, also sprich Männer und Frauen und Kinder, durchsucht. Und ihr habt dann auf scharfe Waffen kontrolliert, oder? Ja, genau. Also man weiß ja nie, wie der an Bord kommt, und haben die dann quasi zum Schutz der Besatzung und zu unserer Sicherheit durchsucht, ja. Wir hatten bei uns ja hier auf Stube auch schon mal den Diensthundeführer mit seinem Diensthund. Der gehört ja auch zu den Feldjägern. Du bist jetzt Erheber und Ermittler. Da scheint das Spektrum für euch Feldjäger ja relativ groß zu sein. Ja, in der Feldjägertruppe gibt es mehrere Spezialisierungen, gerade auch im Bereich Personenschutz oder Luftsicherheit. Wie bist du das geworden? Wie bist du Feldjäger geworden? Ja, also ich habe erstmal die ganz normale Port-OP-Laufbahn, die Feldwebelaufbahn, eingeschlagen und wollte direkt eigentlich zur Feldjägertruppe, das war mein Wunsch. Und habe mich dann, nachdem ich Feldwebel geworden bin, auch im Bereich Erhebung und Ermittlung spezialisiert, indem ich auf den 6-wöchigen Lehrgang an der Schule für Feldjäger und Stabsdienst gegangen bin. Aber Tassen wurden dort nicht geklaut, oder? Das war nur, um Thema zurückzukommen. Ihr seid auch immer mit einer Dienstwaffe unterwegs. Ja, richtig. Also generell überall und immer dabei, ja. Ja, sobald wir in der Streife unterwegs sind, in einer Feldjägerstreife, ist unsere Waffe die Pistole PA mit dabei. Ja, vielen Dank, Anne, dass du da warst und uns so einen schönen Einblick in dein Berufsfeld gegeben hast. Ja, danke schön. Ja, danke für die Einladung. Und ich habe euch natürlich auch noch was mitgebracht. Das ist ein Gipsabdruck zum Thema Spurensicherung. Ja, cool.
Da sieht man, also hier in dem Fall ist es hier ein Bundeswehrstiefel, ja, klar zu erkennen. Und das würde ich euch gerne als Gastgeschenk da lassen. Super, vielen Dank. Vielen lieben Dank. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie führen alle Spuren zu dir. Robert, hast du schon mal an der Spülmaschine nachgeguckt? Ja, hat er nicht. Also dann bis zum nächsten Mal hier auf Stube.